So, und herzlich willkommen zum nächsten Commentary. Hier oben tagt seht ihr Kanalhacke als Thema. Ich muss mich erstmal beruhigen, denn der Kanal von mir und einem Kameraden oder einem guten Freund, den ich nicht persönlich kenne, also YouTube-Freund, hatten ja einen Kanal, der hatte 30 Abonnenten, 33, um genau zu sein. Und es ist richtig gut gelaufen. Wir hatten sogar an dem Tag, an den heutigen Tag, wo ich das Video auch aufnehme, Sonntag, hatten wir 3 Abonnenten sogar dazu gewonnen, was wir recht glücklich waren. Wir haben ein Let's Play Together aufgenommen, ungefähr 5 Parts Survival Games und ungefähr, nein, andersrum, 5 Parts Hunger Games und 2 Parts ungefähr Survival Games. Hatten wir auf Lager erstmal für die nächste Zeit. Daraufhin ist es passiert, dass der Kanal gehackt wurde. Ja, der Kanal wurde gehackt. Okay, und das war ja schon das Schlimmste. Und dann hat er halt den Kanal gelöscht. Zum Glück nicht den ganzen Account, weil sonst wäre ich total abgeraged. Egal, den ganzen Kanal gehackt. Und das war ja das Schlimme. Und dann war es so, dass ich und der Kumpel eigentlich voll gute Freunde sind. Aber er dadurch fast, weil wir kennen uns ja nicht persönlich, fast mit YouTube aufgehört hätte. Wirklich. Es gibt, ich habe ja schon mal in einem Kommentar darüber geredet, dass Mobben, Spaß und so weiter, kennen wir ja schon alles. Wenn nicht, dann guckt euch das letzte, da steht Mobbing wegen weniger Abonnenten. Das könnt ihr euch angucken, da rede ich auch darüber bei YouTube und Spaß. So, er hatte Spaß, ich hatte Spaß auf YouTube. Wir hatten echt extrem viel Spaß. Wir haben echt viel Zeit heute zum Beispiel schon miteinander verbracht. Kann man ja wieder falsch verstehen mit schwul oder so. Nein, wir haben uns einfach wirklich den ganzen Tag wirklich Zeit, ich glaube 12 Uhr oder so. Und jetzt ist 19.43 Uhr, 45, also ungefähr so. Und wir waren den ganzen Tag jetzt schon zusammen, haben aufgenommen, haben hochgeladen, haben alles gemacht und ja. Und dann kommt dieser Kanal-Hacker und nimmt uns wirklich den Spaß. Und er hat dann fast mit YouTube aufgehört. Ich und er haben dann doch noch klug darüber entscheidet, dass er doch weitermacht. Darüber habe ich jetzt meinen alten Kanal wieder genommen, den MyBlazerD. Und die neue, und er hat auch einen neuen genommen, einen anderen. Und ja, und so wollen wir trotzdem weiter mit YouTube machen. Aber warum, jetzt kommen wir zum richtigen Thema erstmal. Jetzt habe ich euch die Story erzählt, warum ich das Thema genommen habe. Und jetzt kommen wir richtig zum Thema. Es ist so, dass ich nicht verstehen kann, wie gesagt, wie in den meisten Kommentaren ist, warum man überhaupt hackt. Warum macht man das? Also, man hat selber, finde ich, wie kann man daran Spaß haben? Es ist natürlich eine Herausforderung, einen Kanal zu hacken. Oh, ja, boom, Kanal hacken. Aber trotzdem macht es doch keinen Spaß, oder? Also, nein, es macht doch viel mehr Spaß, einen zu abonnieren. Ich finde es sogar witzig, geil, ich finde es geil, Kommentare zu schreiben. Mir macht es Spaß, wenn ich da wirklich mal meine Gefühle, meine Kritik oder halt meine positive Kritik mal äußern kann zu dem, wie halt zu dem Video, was er gedreht hat. Und er ist dann meistens glücklich oder kommentiert halt mit einem netten Kommentar, so danke oder so. Und ich bin glücklich. Und alle sind glücklich. Wenn ich jetzt seinen Kanal aber hacken würde, was ich eh nicht kann, weil ich total schlecht im Hacken bin, weil ich es noch nie gemacht habe. Und würde ich das aber machen, ja, dann wäre er nicht glücklich. Ich hätte, wäre auch nicht glücklich, weil wenn er kommentiert so, oh, danke, bin ich doch auch glücklich, freue ich mich. Also er wäre nicht glücklich, ich wäre nicht glücklich. Die ganzen Zuschauer wären nicht glücklich, weil dann denken sie sich, oh, guck ich mir mal wieder ein Video von dem und dem an und dann ist sein Kanal gelöscht. Ja, und wenn die dann wieder von nichts erfahren, dann ist das auch kacke, weil dann haben sie den, finden sie den nicht mehr. Vielleicht war es wirklich der Lieblings-YouTuber oder so. Kann man ja sein und dann findet man den nicht mehr. Darüber ist man dann richtig deprimiert und so ein Zeug. Also ich finde, Hacken ist das Unnützeste, was man machen kann. Ich finde ja schon, Hacken in Spielen oder halt, Hacken und Griefen und sonstiges in Spielen ist schon schlimm, aber das ist einfach schlimmer, wirklich. Ey, mein Kamerad, der heißt jetzt, Ben Blaze LP. Wir finden kaum noch Namen für den. Hat jetzt den Kanal genommen, hat den Namen, wo ich gerade eben gesagt habe, Ben Blaze LP. Und jetzt sind wir eigentlich, wir relativ glücklich. Wir wollen sogar gleich ein Battle machen. Ich und er. Und ich will jetzt auch ein bisschen hochhelfen insgesamt, vielleicht auch mit dem Video ein bisschen hochhelfen für die Leute, wo bis hierhin geguckt hätten. Es wäre mal schön, wenn ihr einfach mal auf seinem Kanal vorbeigucken würdet. Er macht echt, wie ich finde, hochprofessionelle Videos, schon wirklich gute Audioqualität, gute Bildqualität, echt alles. Also ich habe auch schon viel durch ihn gelernt in der kurzen Zeit. Wir waren jetzt insgesamt eine Woche, hat mir den Kanal wurde gehackt. Es wäre wirklich schön, wenn man auf seinem Kanal vorbeigucken könnte. Wirklich ist einfach, ich finde, er macht wirklich gute Videos. Er hatte ja auch schon, kurz vor den 100 war er ja schon mit seinem Kanal, aber der wurde ja auch gehackt. Ja, schon 2 Kanäle von ihm wurden gehackt. Ja, was soll man dazu sagen, ernsthaft?
warum macht man so einen Scheiß? Ich weiß, Commentary war jetzt nicht echt das Beste oder das Gelbe von allen. Aber es war einfach, wie gesagt, es war einfach mal ein bisschen so. Ich habe jetzt einfach mal kurz von der Seele geredet, kann man so sagen. Ein bisschen von der Seele geredet. Es wäre echt schön, wenn ihr auf seinen Kanal vorbeigucken würdet. Ich habe jetzt meinen alten wieder genommen, den My Blaze HD habe ich jetzt wieder genommen. Bin halt dann bei dem geblieben, habe ich jetzt auch fast 50 Abonnenten, also bin ich, ist jetzt nicht das Schlimmste. Aber ich hätte lieber wirklich, ehrlich gesagt, die 30 Abonnenten gehabt und dafür mit ihm gemacht. Er ist echt ein sympathischer Typ. Er hat halt gesagt, er will mich nicht runterziehen, er will mich halt nicht mit reinziehen in der Schlamassel. Weil er hat anscheinend einen Hater, der ihn immer hackt. Er hat ja auch schon mal einen Drohbrief bekommen. Hacke ich nicht einen Drohbrief. Stand eher so drin, hey, du kannst Minecraft mit Shadern spielen, ich nicht, darum habe ich deine Videos gelöscht. Au, das tat weh. Ja, ich habe mich selbst geschlagen. Und ja, jetzt geht's über die Zeit raus, egal. Und deswegen wäre es wirklich schön, wenn ihr mal bei ihm vorbeigucken würdet. Er hat es echt verdient. Er war schon kurz vor den 100, dann wurde er gehackt. Dann hat er mit mir einen Kanal angefangen. Wir waren schon über die 30, dann wurden wir wieder gehackt. Und er ist echt so nett und hat gesagt, er will mich wirklich nie in Schlamassel ziehen. Und hat mich wirklich dann, haben wir getrennte Kanäle gemacht, wo wir immer noch was zusammen machen wollen. Also es wäre wirklich nett, einfach wirklich sowas, wenn ihr mal da vorbeigucken würdet. Ich weiß, das kommt leicht Abonnenten geil rüber, aber es ist einfach für sowas. Ihr müsst euch mal vorstellen, in der gleichen Situation zu sein. Ihr habt fast 100 Abonnenten oder ihr seid echt nah dran. Und bei seinem Abonnentenzuwachs, was der hat in der Zeit, boah, der hatte innerhalb 2 Wochen irgendwas mit 20 Abonnenten gleich wieder bloß gemacht. Also, er hat es einfach verdient. Er war schon kurz vor den 100, dann Kanalsperrung, dann neuen Kanal wieder vor der 30, dann wieder Kanalsperrung, halt vor den 30 Abonnenten. Also, es ist nicht abogeil, was ich da mache, sondern es ist einfach, es tut mir leid, sowas. Und deswegen würde ich das auch hier mal rauslassen, also wirklich, es wäre einfach mal schön, wenn ihr vorbeiguckt. Ist natürlich keine Pflicht, das ist immer noch so, dass es eure Entscheidung ist, aber wenn ihr gern Minecraft mögt, wäre es cool, wenn ihr da mal vorbeigucken würdet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich will nicht noch länger labern, ich weiß, ich habe mich oft wiederholt, aber egal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.